Rötung und Jucken im Genitalbereich. Bestimmt denken Sie sofort an Tripper, Chlamydien und Co. Weit verbreitet, oft verkannt, stark tabuisiert. Doch je länger Sie es aufschieben, desto schlimmer wird's. Rötungen, Brennen und auch Juckreiz, das ist schon natürlich an jeder anderen Körperstelle lästig. Doch wenn sich solche Symptome am Penis auftreten, zeigen, dann ist das für viele Männer natürlich so ein kleiner Albtraum. Manchmal tritt es nur einmal auf und dann nie wieder. Manchmal auch regelmäßig, vielleicht so ein, zweimal im Jahr bis zum Lebensende. Kein Wunder, dieses Thema ist bei aller Offenheit auch heutzutage noch sehr schambelastet und viele Betroffene, viele Männer scheuen sich davor, mit der Partnerin, dem Partner darüber zu sprechen, aber auch mit dem medizinischen Personal, mit uns Ärzten darüber zu sprechen, über die Beschwerden zu sprechen. Außerdem macht man sich natürlich auch selbst Gedanken, ob vielleicht eine schlimme Krankheit dahinter stecken könnte. Man grübelt, man googelt viel, Stichwort hier zum Beispiel auch sexuell übertragbare Krankheiten. Und einmal jetzt Hand aufs Herz. Hatten Sie schon mal eine sogenannte STI? Hier ist direkt einmal eine Liste, da sehen Sie die verschiedenen Krankheiten. Logisch, spätestens bei anhaltenden Beschwerden sollten Sie selbstverständlich immer medizinischen Rat suchen. Bitte zum Hausarzt gehen oder direkt zum Spezialisten, den sogenannten Urologen oder auch Dermatologen, die sich mit sexuell übertragbaren Krankheiten zum Beispiel beschäftigen. Jetzt im Video möchte ich einmal auf die häufigsten Ursachen für einen Ausschlag am Penis, für Rötung am Penis eingehen, denn da gibt es noch viel mehr als nur durch Sex übertragbare Krankheiten. Vielleicht brennt Ihr Penis oder ist dieser gerötet wegen einer Allergie, wegen einer Reibung oder einem sogenannten Lichensklerosus, auch Stichwort Schuppenflechte. Mehr dazu also jetzt. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch verständlich und korrekt aufzuklären über Krankheiten, Ursachen dieser Erkrankungen und auch aktuelle Gesundheitsthemen. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Auch wenn fast keiner drüber spricht, viele Männer haben im Laufe des Lebens zumindest mal mit leichten Rötungen, mit Pickelchen oder ähnliches am Penis zu tun. Vielleicht spricht man noch mit seinem besten Freund darüber, mit viel mehr Menschen aber nicht. Ganz klar, das Video jetzt ist extrem wichtig und zwar für jeden Mann und bitte auch liebe Damen, schauen auch Sie das Video. Weit verbreitet, oft verkannt, stark tabuisiert. Die Ursachen von Rötungen, von Pickelchen, von leichten Schmerzen am Penis, auf der Eichel können dabei von mechanischen Reizungen bis hin zu auch verschiedenen Bakterien, Viren oder auch Pilzerkrankungen reichen. Ja, auch sexuell übertragbare Krankheiten können ein Grund sein und das ist dann natürlich auch wichtig, für die Damen, denn die kriegen es dann sozusagen ja auch ab. Grund für viele Betroffene, aus Angst vor Stigmatisierung natürlich nicht zum Arzt zu gehen. Das ist natürlich einerseits absolut nachvollziehbar. Aber falsche Scham ist leider auch oft der Grund für chronisch werdende Infektionen und teils gravierende Folgen bis hin auch zur Unfruchtbarkeit. Und deshalb gilt, keine falsche Scheu. Je früher Sie zum Arzt gehen, desto schneller und auch unkomplizierter ist oft natürlich die Behandlung. Und wir Ärzte, der Urologe, der guckt jeden Tag sich mehrere 10, 20, 30, 40 Penisse an, der weiß, wie das aussieht. Das ist völlig normal. Das ist also ein professioneller Umgang. Im Normalfall sollten Sie dabei keine Sorgen haben vor einer Vorverurteilung oder ähnliches durch das medizinische Fachpersonal. Das ist völlig normal. Das ist sozusagen alltägliches Brot. Ausschlag am Penis, Symptome und Begleiterscheinungen. Ausschläge am Penis können viele verschiedene Gesichter haben. Häufig sind zum Beispiel rote Flecken oder so Punkte, Pusteln oder Bläschen, die häufig an der Eichel, aber auch zum Beispiel am Penisschaft auftreten. In schlimmeren Fällen können sich sogar richtige Geschwüre oder auch so flächige Hautläsionen bilden. Können so ganz klein sein oder vielleicht schon ein bisschen größer. Außerdem ist ein Ausschlag am Penis häufig von weiteren Symptomen begleitet. Das heißt, es kommen noch andere Probleme dazu. Dazu gehören zum Beispiel Schwellungen, Juckreiz, ein brennendes oder auch ein schmerzendes Gefühl. Auch das Wasserlassen, also das Pinkeln, das kann ziemlich schmerzhaft sein. Und bei bestimmten Erkrankungen ist auch ein Ausfluss aus der Harnröhre möglich. Grundsätzlich kann bei einem solchen Ausschlag zwischen infektiösen Auslösern, wie zum Beispiel Pilzen oder Bakterien, und nicht infektiösen Auslösern, wie beispielsweise Allergien, unterschieden werden. Und an dieser Stelle jetzt einmal kurz in eigener Sache der Hinweis auf meine verschiedenen Ratgebern,
den Ratgeber zum Beispiel zum Muskelaufbau und zum Abnehmen und jetzt ganz neu auch der Ratgeber mit den besten Lebensmitteln, mit dem Gesundheitsmuster. Das hilft sozusagen zum Abnehmen, zum Muskelaufbau. Das heißt, was sollte in den täglichen Einkaufswagen landen? Wie ernährt man sich gesund? Darum geht es letztlich in all meinen Ratgebern zu verschiedenen Krankheiten. Also schauen Sie gerne einmal auf meine Webseite. Ursache Nummer 1, Pilzerkrankungen. Pilzerkrankungen am Penis, insbesondere durch den Hefepilz Candida, kommen relativ häufig vor. Also Pilze am Penis sind nicht selten. Schätzungen zufolge sind etwa 15-20% der Männer im Laufe ihres Lebens mindestens einmal davon betroffen. Die Infektion kann grundsätzlich jeden Mann betreffen, unabhängig von Alter, auch von sexueller Aktivität. Bestimmte Faktoren aber können das Risiko erhöhen, also sogenannte Risikofaktoren, und dazu zählt ein geschwächtes Immunsystem. Generell ist das natürlich ein häufiger Grund, gerade für Pilze, auch an anderen Stellen im Körper, Diabetes, auch Antibiotikaeinnahme. Pilze sind natürlicherweise auf der Haut vorhanden. Wir haben also hier überall Pilze, aber unter bestimmten Bedingungen können sie sich übermäßig vermehren und zu unangenehmen Symptomen führen. Die Symptome dabei können vielfältig sein. Typischerweise tritt so ein roter, juckender Ausschlag auf, der oft von so kleinen roten Punkten oder auch Flecken begleitet wird. Die Haut kann geschwollen sein und sich auch trocken oder so schuppig anfühlen. Ein brennendes oder schmerzendes Gefühl ist ebenfalls möglich. Manchmal kann es auch zu einem weißen, sogar auch so einem prickeligen Ausfluss kommen, der ähnlich im Extremfall wie Hüttenkäse aussieht. Generell was machen? Dann zum Arzt gehen und er prüft sozusagen, ist also quasi, befinden sich Pilze auf dem Penis. Die Dauer einer solchen Pilzerkrankung kann variieren. In der Regel ist eine unbehandelte Infektion chronisch, bleibt also, kann über mehrere Wochen oder sogar Monate bestehen bleiben und kann sich stetig verschlimmern. Deswegen ist es ratsam, dass Sie die Symptome einer Pilzerkrankung, die ich gerade genannt habe, nicht als Bagatelle abtun, Scham haben, nicht zum Arzt gehen wollen, sondern sich bald in medizinische Behandlung begeben. Je früher behandelt, desto weniger Probleme macht das sozusagen dauerhaft. Ursache Nummer 2, sexuell übertragbare Infektionen, STI. Eine weitere häufige Ursache für Veränderungen am Penis, um das mal so neutral zu sagen, sind dann tatsächlich auch schon sexuell übertragbare Infektionen, kurz STIs. Und sie werden, klar, durch ungeschützten sexuellen Kontakt mit infizierten Personen übertragen. Achtung! Seit einigen Jahren steigen die jährlichen Fallzahlen vieler STIs wieder. Früh erkannt können sie zum Glück oft gut behandelt werden. Leider aber unterschätzen viele die möglichen langfristigen Folgen von unbehandelten STIs. Langfristige Folgen wie zum Beispiel Unfruchtbarkeit oder auch chronische Entzündungen. STIs, die zu einem Ausschlag am Penis führen können, sind beispielsweise Herpes genitalis, Syphilis, Gonorrhoe, Chlamydien. Und es kann dann sein, dass so ein Herpes quasi so einmal im Jahr oder alle zwei Jahre wieder sichtbar wird, weil man die Viren dann in dem Fall weiterhin in sich hat. Es ist allerdings sehr wichtig anzumerken, dass nicht alle STIs zwangsläufig durch einen Ausschlag oder andere typische Symptome wie Ausfluss und Schmerzen beim Wasserlassen bemerkbar sich machen. Einige sexuell übertragbare Krankheiten können asymptomatisch sein und die Gefahr einer chronischen Infektion und einer ungewollten Übertragung an sexuelle Kontakte erhöhen. Das heißt, man selber merkt gar nicht, dass man es in sich trägt. Vielleicht kriegt dann der Partner, mit dem man Sex hat, kriegt der irgendwie Anzeichen, Symptome, weil da vielleicht das Immunsystem gerade schwächer ist. Das macht natürlich die Prävention auch besonders wichtig, Stichwort Kondome. Regelmäßige Tests auch, insbesondere bei wechselnden Sexualpartnern, sind ebenfalls wichtig, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und auch zu behandeln. Ursache Nummer 3, Allergien. Eine weitere mögliche Ursache für Rötungen, für Juckreiz und Co. am Penis sind Kontaktallergien. Kontaktallergien, was ist damit gemeint? Was sind das? Kontaktallergien treten auf, wenn der Körper überempfindlich auf bestimmte Substanzen reagiert, mit denen die Haut in direkten Kontakt kommt. Es gibt so verschiedene Allergene, die zu einem Ausschlag am Penis führen können, die typisch sind. Und ein häufiges Allergen, das einen Ausschlag am Penis verursachen kann, ist Latex. Hat ja jeder schon mal bestimmt gehört, eine Latexallergie. Eine Latexallergie, die tritt auf, wenn das Immunsystem empfindlich auf das in Latexprodukten, wie jetzt in Kondomen oder in Handschuhen oder bestimmten sexuellen Hilfsmitteln enthaltene Latex reagiert.
Das ist also eine ganz typische Kontaktallergie. Der Ausschlag kann dann Juckreiz sein, Rötungen, Hautreizungen verursachen. Ein weiteres Allergen, das auch zu einem Ausschlag am Penis ja führen kann, das sind zum Beispiel bestimmte Chemikalien oder auch Inhaltsstoffe. Inhaltsstoffe zum Beispiel in Seifen, in Waschmitteln, in Körperpflegeprodukten. Da weiß der Mann, der Betroffene, das oftmals nicht, dass er darauf vielleicht reagiert und wundert sich, warum er immer so einen leichten, juckenden Penis vielleicht hat. Diese Chemikalien können die Haut reizen und allergische Reaktionen hervorrufen. Durch den Wechsel zu milden, parfümfreien Produkten zum Beispiel können sie den Ausschlag lindern und einer erneuten Reaktion vorbeugen. Aber man muss natürlich erstmal wissen, dass man eine Allergie darauf hat. Die Dauer eines allergiebedingten Ausschlags am Penis kann variieren und hängt von der Schwere der allergischen Reaktion ab. Ein einmaliger Kontakt mit dem Allergen kann zu einem vorübergehenden Ausschlag führen, der nach kurzer Zeit von selbst wieder abklingt. Das ist auch ganz typisch für eine Allergie. Bei wiederholtem Kontakt durch eine fortlaufende Allergie kann der Ausschlag jedoch auch chronisch werden und auch länger anhalten. Spätestens dann sollten Sie zu Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin gehen und das einmal ansprechen. Im ersten Schritt gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, zu Ihrer Hausärztin. Ursache Nummer 4, Reibung und Reizung. Manchmal ist die Ursache für einen Ausschlag am Penis noch banaler, noch einfacher. Und zwar kann auch zu viel Reibung bzw. Reizung der empfindlichen Haut ursächlich sein. Das kann zum Beispiel durch das Tragen von zu enger Kleidung sein, wie vielleicht Radlerhosen, gerne in Verbindung mit heißem Wetter, mit Schweiß entstehen. Auch zu häufiges, auch zu seltenes Waschen kann zu Reizungen führen. Auch natürlich extremer sexueller Kontakt. Zu häufiges Waschen kann das Hautmilieu stören und zu juckenden Ekzemen führen. Eine unzureichende Hygiene, und ja, auch das gibt es, also zu seltenes Waschen oder zu seltenes Wechseln der Unterwäsche, kann wiederum zu einer Ansammlung von Schmutz, von Bakterien oder auch anderen Reizstoffen führen, die Hautirritationen und auch Ausschläge begünstigen können. Deswegen wechseln Sie regelmäßig Ihre Unterhose täglich. Ursache Nummer 5, Schuppenflechte und Lichensklerosus. Mehr als 1,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden an der autoimmunen, entzündlichen Hautkrankheit Psoriasis an der Schuppenflechte. Hat man auch bestimmt oft schon gehört, aber im Zusammenhang Schuppenflechte mit Penis, ja, das ist möglich. Schuppenflechte allgemein äußert sich durch gerötet, schuppige Hautstellen, die oft von starkem Juckreiz begleitet werden. Sie können an verschiedenen Stellen, wie zum Beispiel am Ellbogen, ganz typisch, am Knie, am Rücken, aber eben auch im Intimbereich auftreten. Denn mechanische Reizung, auch Intimrasur und gegebenenfalls auch Feuchtigkeit oder Schwitzen und so weiter, können die Entstehung von Flechten, das ist ja eine Schuppenflechte, begünstigen. Das ist für Betroffene oft mit einem klar hohen Leidensdruck verbunden. Was gegebenenfalls auch die Partnerin oder den Partner dann beruhigt, ist zu wissen, wie auch an anderen Körperstellen, wenn man hier die Schuppenflechte zum Beispiel hat, ist die Schuppenflechte auch im Genitalbereich nicht ansteckend. Wichtig ist eine sorgsame, aber nicht übertriebene Intimhygiene. Generell übertriebene Intimhygiene, hatte ich ja vorher schon erwähnt, ist nicht gut. Sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt, mit Ihrer Ärztin, mit dem Hautarzt über geeignete Cremes, geeignete Produkte, wie man sozusagen die Körperstellen, gerade den Genitalbereich, nicht zu aggressiv behandelt. Und dann gibt es noch den sogenannten Lichensklerosus. Vielleicht auch schon mal gehört, Lichensklerosus ist wirklich weit verbreitet. Aber viele Menschen, die Lichensklerosus haben, wissen es über lange Zeit nicht. Und Ärzte stellen die Diagnose manchmal nicht, weil sie den Lichensklerosus nicht erkennen. Außerdem sprechen, und das ist wieder mit so das Hauptproblem gerade im Intimbereich, sprechen die Betroffenen nicht über Lichensklerosus. Stichwort wieder Scham. Die Krankheit ist bei Männern seltener als bei Frauen. Also auch Frauen haben Lichensklerosus auch im Intimbereich. Etwa 0,1-1% der Männer sind betroffen. Welche Beschwerden sind dann typisch? Es gibt typische Beschwerden, nämlich im äußeren Intimbereich bei Lichensklerosus. Und der Lichensklerosus, der betrifft üblicherweise zunächst die Vorhaut oder die Eichel. Die erkrankten Hautstellen, die werden so weiß, schmerzen meistens nicht. Im Gegensatz halt zu, was ich vorher erwähnt hatte, auch mit der Allergie vielleicht oder mit den sexuell übertragbaren Erkrankungen. Vielleicht erkennen Sie so einzelne weiße Stellen. Es entstehen auch gruppenweise so weißliche, vielleicht auch harte Hautknoten. Und diese Hautknoten können miteinander auch verschmelzen. Vielleicht sehen sie dann so ähnlich aus wie eine Narbe sogar. Häufig werden die Symptome eines Lichensklerosus mit Pilzinfektionen, hatte ich ja davor einmal erwähnt, mit Herpes, Geschlechtskrankheit,
mit einer Balanitis oder auch mit anderen Erkrankungen verwechselt. Deswegen auch hier wichtig, gehen Sie zum Urologen bei dem Verdacht. Und zwei Dinge gerade zum Lichenskleroses sind wichtig. Erstens, der Lichenskleroses ist nicht ansteckend, also ungeschützter Sex ist überhaupt kein Problem. Und zweitens, Kortisonsalben helfen beim akuten Schub. Ansonsten wirklich wichtig, täglich mit einer Fettsalbe eingremen. So läuft der Besuch beim Urologen ab. Wenn Sie mit einem Ausschlag am Penis zu tun haben, ist oft eine Praxis für Urologie, also der Urologe, die Urologin, die richtige Anlaufstelle. Im ersten Schritt sollten Sie zum Hausarzt gehen, dann geht man meist zum Urologen. Auch Hautarzt kann sinnvoll sein, gerade bei Stichwort Allergie, auch sexuell übertragbare Erkrankungen macht der Hautarzt oft. Letztlich unterscheidet sich der Ablauf aber kaum von jedem anderen Arztbesuch. Zunächst wird der Arzt, die Ärztin, Sie zu Ihren Symptomen, also den Anzeichen, den Problemen befragen, zur Dauer auch des Ausschlags zum Beispiel, zu früheren Behandlungen und zu möglichen Auslösern. Das ist ja ganz wichtig. Es ist wichtig, dass Sie dabei bitte wahrheitsgemäß antworten, damit der Arzt, die Ärztin die richtige Diagnose stellen kann. Es bringt nichts zu sagen, oh, mir tut der Penis weh, der ist da rot und dann traut man sich nichts zu sagen. Außerdem kommt natürlich eine körperliche Untersuchung, bei der der Arzt, die Ärztin den Ausschlag zwar hinsichtlich seiner Größe, Farbe, Textur etc. beurteilt. In einigen Fällen sind noch weitere Tests oder Untersuchungen nötig, um die genaue Ursache des Ausschlags zu bestimmen. Man macht zum Beispiel dann wie so eine Art Tesafilm Streifen auf dem Penis drauf, damit man, wenn da Pilze sind, die dann so mit abgenommen werden, damit man die dann untersuchen kann. Unter das Mikroskop zum Beispiel. Vielleicht auch eine Biopsie wird gemacht. Es gibt auch Tests bezüglich Infektionen, Tests bezüglich Allergien. Also es wird quasi geschaut, was können die Ursachen sein, und viele wichtige Ursachen habe ich ja jetzt gerade genannt. Also basierend auf der Anamnese, der körperlichen Untersuchung, auch der Testergebnisse, wird dann Ihr Arzt die Diagnose stellen. Die Behandlung umfasst dann natürlich je nach Ursache, je nach Diagnose, zum Beispiel topische Cremes, Salben, vielleicht auch orale Medikamente. Falls ich demnächst nochmal auf eine dieser Erkrankungen speziell eingehen sollte oder auf verwandte Themen vielleicht auch, dann schreiben Sie es gerne einmal in die Kommentare. Schreiben Sie mal, ob Sie vielleicht Erfahrungen mit Problemen am Penis zu tun haben oder mit sexuell übertragbaren Erkrankungen. Mal gucken, wer hier einmal die Hose runterlässt und was dazu sagt. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.